Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Mal wieder geht es um die XXL-Farm und es ist der LS22XL-Farm Folge 29, Katastrophe beim Händler, neue Maschinen und Fan mit RDA. Lasst einen Daumen und ein Abo da, ansonsten muss ich mich mal ganz kurz entschuldigen für das, dass hier gerade so wenig Videos gekommen sind. Es geht jetzt auf jeden Fall wieder etwas mehr. Es kommen jetzt auf jeden Fall wieder etwas mehr. Es lag einfach daran, dass im Moment sehr, sehr viel zu tun war. Wir haben, ich musste für die Schule bisschen was machen. Dann hatte ich Jugendweihe, ja, alle so eine Sachen. Und ja, jetzt geht es aber wieder richtig los. Und ich würde sagen, übrigens das neue Logo hier von Nordrhein TV Play und er heißt jetzt auch Endplay. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein in das Video und ja. Leise vielleicht. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der XXL-Farm hier im Landwirtschaftssimulator 22. Heute stehen wir wieder große Umstrukturierungsmaßnahmen an. In der letzten Folge waren wir noch für die Ernte auf den Feldern unterwegs. Ja. Heute werden wir erst die Helfer losschicken, dann werden wir heute altes Land verkaufen und neues Hat Land zukaufen. Er den Messer Ferguson mittlerweile schon mal repariert? Oder und wir werden uns heute auch eine neue Maschine kaufen. Wird also wieder das kommt spektakulär, neue Maschine warum ist. Und wieso, dazu später mehr. Ich würde sagen, so wir steigen erstmal ein in den Messer Ferguson und dann schicken wir den nämlich auf das Feld, das wir in den letzten zwei Folgen abgeerntet haben. Das war das Sorghumhirsefeld, meine ich. Ich habe den gerade schon mal so ein bisschen vorgezogen und den schicken wir jetzt auf das Feld 70, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das war, 70 war unser Sorghumhirsefeld. Sehr schön. Dann soll dort erstmal ein Job erstellt werden und dann kann nämlich der Master Ferguson hier mit Kursplay hier auf dem Feld 70 Stimmt, probern. Wo er gerade mal wieder Kursplay zeigt, ich muss es auch mal wieder schnell alles öffnen, dann machen wir mal so drei Vorgewände und ich Die glaube neue ansonsten Version. Passt das alles. Sehr schön. Da haben wir der Kurs generiert und wir lassen den mit Autodrive losfahren und dann übernimmt später Kursplay. Feld 70, wo haben wir es? Hier. Na? So. Ah, da wollte er wieder nicht. Dann Attacke Abfahrt. So, wer ist drin? Der Günther. Genau. Mach's gut, ne? Gute Fahrt. So, wir schicken den Deutz direkt hinterher. Den brauchen wir gleich nämlich noch. Und dann werden wir gleich mit dem Fendt fahren. Und ihr seht schon, am Fendt hat sich ein bisschen was verändert. Aber dazu gleich mehr. So. Und am Kontostand hat sich auch wieder einiges verändert, aber auch dazu gleich noch ein bisschen Ich habe jetzt gerade keinen Vergleich zur letzten Folge, weil, wie gesagt, ich bin ein bisschen her. In der Folge ist gar nicht so viel passiert. Mittlerweile ist sogar schon die nächste Folge draußen, aber ja. Menge passiert. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es mehr oder weniger ist, aber ich glaube, so eine Vermutung, dass es mehr. So, den schicken wir mal ein paar Meter weiter zu unserer Produktion und zwar zu unserer Getreidemühle. Ich glaube, das ist jetzt der sinnvollste Punkt. Hat damit eigentlich gar nichts zu tun, aber der muss einfach nur ein paar Meter weiterfahren. Zack. Und dann sind wir den schon mal los. Den werden wir später noch mit der Schaufel ausstatten. Und wir setzen uns in den schicken Fendt Vario. In den schicken Fendt Vario. Ja. Und da seht ihr schon, da hat sich seit der letzten Folge ein bisschen was getan. Es hat nämlich schneller funktioniert, als ich gedacht hatte. Ich habe ja vor zwei Folgen, glaube ich, schon angekündigt, dass ich da vielleicht noch ein bisschen was tun könnte. Und jetzt habe ich eine modifizierte Version vom Fendt zugeschickt Aber bekommen. Und die hat es wirklich hier in sich. Also ihr so, seht, ne? Wir haben hier eine Reifendruckregelanlage, wir haben eine andere Lackierung, wir haben einen anderen Sound und noch viele weitere Sachen und es kommen wohl nach Release auch noch ein paar andere Sachen dazu, also das ist noch nicht alles, was wir hier heute sehen. Ich habe das also ausgetauscht gegen den alten Fendt, habe allerdings alle Daten übernommen, also die Betriebsstunden und sowas, das ist alles gleich. Deswegen verfälscht das auch vermutlich so ein bisschen meine Finanzstatistik, weil ich den alten eben jetzt verkauft habe und den neuen dann gekauft habe und mir dann also das doch Geld, die Differenz dann wieder gut geschrieben habe. Und was am wichtigsten ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist natürlich hier Mouse Control. Wir haben hier bei dem Schlepper Mouse Control, womit wir hier hinten die Scheibe öffnen können. So. Und wir können
das Fenster, ja. Tür öffnen. Ich muss sagen, Simple as hieß immer. Gezeigt, aber vor allen Dingen die Tür. Ich sag mal ein bisschen ist schöner, weil... Ist Sache, kommt auch öffentlich zum Download, wann beim, weiß ich bei der Maus, da ist es immer und der Haken. Kommt, wie gesagt, und bei Simple IC, da geht die immer vielen Dank schön an den lieben Hans Maulwurf, das ist nämlich der Modder oder einer der Modder von dem Schlepper hier. Finde ich ein bisschen besser. Und das ist ein ganzes Paket. Bewegt sich hier der ganze Hebel mit beim Fernseher? Also ich glaube, ihr werdet große Freude daran haben, sowohl am Sound als auch an den Funktionen. Und ich bin sehr dankbar, dass das jetzt hier Teil der XXL-Farm ist. Wirklich ein schieres Gefährt, wie man, glaube ich, im Norden sagt, ne? Ist sehr schier. Schieres Gefährt? So, ich brauche wieder gesagt, einmal Zuckerrüben. Wo haben wir denn hier Zuckerrüben? Dann. Doch da. Nee, hier. Ja, doch da. 65.960 Liter haben wir jetzt aktuell noch. Ich mache den Wagen jetzt mal komplett voll. Dann haue ich das noch in die Zuckerrübenfabrik oder in die Zuckerfabrik. Und den Rest nehme ich dann später vermutlich für meine Biogasanlage, weil wir werden einen kleinen Engpass haben. Das kann ich schon mal verraten. Ich meine, ist kein Geheimnis, wissen wir schon länger. Aber wie groß der Engpass sein wird, das wird jetzt immer deutlicher. Und damit wir den überbrücken können, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dann noch ein paar Zuckerrübenschnitzel reinzuschmeißen. Ich müsste der Sound jetzt viel besser als beim alten, ne? Also ich habe jetzt, wie gesagt, keinen direkten Vergleich oder sowas. So, dann drehen wir einmal unsere kleine Ebenrunde, gucken ich den so ganz schon kurz, was der Messel Ferguson macht, ob der alles richtig macht. Und dann können wir gleich auf dem Produktionsgelände durchstarten. Übrigens, wenn ihr das seht, dann gibt es vermutlich schon den Hotfix. Ich habe aktuell noch keinen Hotfix, das heißt, ich habe jetzt die neueste Version. Freue mich auch sehr drüber. Hab die neuen Fahrzeuge und so mir auch schon alle angeguckt, aber mit der neuesten Version ohne den Hotfix funktionieren ja bekanntermaßen viele Sachen nicht mehr, viele Scripts nicht mehr. Und ich hatte auch auf der Frankreich-Karte hatte ich auch ein paar sehr komische Fehler. Also das, der Patch war zwar auf der einen Seite ganz schön, aber auf der anderen Seite auch etwas, naja, nicht so doll. Okay. Also da haben sich irgendwie haben sie einen Bock geschossen, die Leute von Giants. Aber weil ich eben diese Script-Probleme hier hatte, musste ich diverse Scripts deaktivieren. Und das führt dazu, dass ich zum Beispiel heute manchmal vergessen könnte, den Blinker auszuschalten, weil das sonst immer automatisch ging. Oha. So, was ist das jetzt hier? Was sind das jetzt hier für Schoten? So, perfekt. So, lassen wir es erstmal. Lassen den hier stehen und dann übernehmen wir das Steuer hier vom Deutz. Entlassen einmal schnell den Fahrer und dann gucken wir mal hier. Das sieht auch sehr gut aus. Der Messer Ferguson ist auf dem Weg. Dann starten wir den Motor und dann machen wir jetzt Trick 17, um die Zuckerrübenfabrik zu befüllen, die aus den Zuckerrüben Zucker herstellen soll. Mann, jetzt werdet ihr euch vermutlich wieder fragen, Ansgar, was ist denn da? Erst hat er noch gesagt, das ist unrealistisch, das will er nicht machen. Und jetzt? Reichtum zustande. Genau. Und das ist, es könnte unspektakulärer nicht sein. Es ist total einfach, das zu erklären, denn ich habe keine Mission gemacht. Ich habe keine waghalsigen Finanzgeschäfte gemacht. Ich habe nichts an Maschinen verkauft oder so, sondern meine Leistung seit der letzten Folge besteht im Wesentlichen daraus, dass ich die Biogasanlage befüllt habe und die Produkte, also Zucker und ein bisschen Mehl verkauft habe. Und ich glaube, ein bisschen Brot habe ich auch verkauft. Denn unsere Bäckerei, die platzt mittlerweile aus allen Nähten, also die kann kein weiteres Mehl mehr aufnehmen, deswegen muss ich da ein bisschen was verkaufen. Aber das war im Prinzip meine Leistung und das scheppert richtig gewaltig, was den Kontostand angeht. Also damit wird man jetzt wirklich reich. Ich sehe einer glorreichen Zukunft entgegen. Es war ja lange Zeit sehr knapp, aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Jetzt gucken wir mal. Na, das sieht nicht so gut aus. Okay. Wo hier der Trigger ist. Vermutlich noch ein bisschen weiter vor, wo jetzt der Reichsanhänger noch steht. Den Deutz kann ich übrigens, glaube ich, auch austauschen gegen einen etwas modifizierten Schlepper. Ja, ich glaube, so können wir den stehen lassen. Und dann gucken wir einmal, dass das jetzt hier alles reingeladen wird. Ich muss da gerade dran fahren, sonst funktioniert hier Trick 17 nicht. Das ist eine riesengroße Frechheit, aber ich glaube, es ist das Effizienteste, solange wir uns noch keine Zuckerrüben-Anlage bzw. Schnetzelanlage leisten können. Das ist aktuell noch nicht drin. So, das sieht gut aus. Und jetzt guck ich das mal wieder an. So. Du machst es falsch. Kommt das jetzt hier rein? Na? Du hast es komplett falsch gemacht. Du hast es nicht mehr. Und jetzt bitte, überladen, komm.
Ja, so soll's sein. So soll's sein. So, das ist jetzt hier, dem kann man jetzt einfach zuschauen. Das dauert ein bisschen, aber ihr seht hier, Zuckerrübenschnitzel, 34.000 Liter, das wird jetzt nochmal gut aufgefüllt. Und ich glaube, das reicht dann auch bis zur nächsten Zuckerrübenernte. Vielleicht tue ich noch ein bisschen mehr rein. Vielleicht tue ich noch ein bisschen was aus meinem Lager raus, sodass ich dann wirklich sicher gehen kann. Weil so 50.000 ungefähr wollte ich wirklich drin haben. Aber ich glaube, das kommt auch rein, ne? Ah, vielleicht ganz knapp nicht. Ah, wisst ihr was? Ich lade noch mal ein bisschen nach. Das ist sicher Safety First. Das dauert ja noch ein bisschen, bis unsere Zuckerrüben dann wirklich fertig sind. Deswegen, und ich mag es ja auch hier mit dem Fan zu fahren. Deswegen mache ich das jetzt nochmal schnell, hau dann nochmal ein bisschen was drauf und dann ist es, glaube ich, keine schlechte Sache. Dann gehen wir da auf Nummer sicher. Ich muss nicht alles mitnehmen. Nummer sicher ist immer. Das wollte ich ja, wie gesagt, noch in die Biogasanlage schmeißen, aber ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich glaube, so machen wir das. Apropos guter Plan, ihr habt mir viele Pläne in die Kommentare geschrieben. Da hat sich meine Stimme vor Freude mit überschlagen. Oha. Was das Thema Tiere angeht, denn ich plane ja in Zukunft auf Hühner zu gehen, also das soll im nächsten Ingame-Jahr dann so meine erste Tierinvestition sein und da gab es einige von euch, die gesagt haben, Ansgar, kannst du machen, ist aber nicht so eine gute Idee, viel nehme ich nochmal mit, so 12.000 ungefähr, ja, passt. Da haben einige von euch gesagt, Ansgar ist nicht so eine gute Idee, mach doch lieber Kühe. Ich verstehe den Wunsch, das Problem ist nur, für Kühe müssen wir nicht groß was anderes machen als aktuell. Also wir brauchen Silage, wir brauchen Gras oder Heu, ja und wir brauchen ein bisschen Stroh, aber das ist jetzt nicht so groß anders von den Früchten her und ich will ja auch ein bisschen was anderes mal machen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen erstmal auf Hühner, später dann auf Kühe und dann kommen auch irgendwann Schweine und Schafe noch. Aber erstmal also möchte ich jetzt was anderes auch mal in Angriff nehmen. Ich muss sagen, Schweine habe ich noch nie. Also wirklich noch nie in irgendeinem LS. Ich bin jetzt mit ja dabei, aber trotzdem. Auch im 19er, auch nicht im 22er, habe ich noch nie Schweine gemacht. Ich bin weder privat ausprobiert, noch in irgendeinem Video. König, der selbsternannte. Niemals. Ach, stimmt, da muss ich mich auch noch um das Studenten. Ich weiß aber nicht, warum. Das muss noch stattfinden. Leute. Man hat da so Sachen gehört von wegen. Auch wegen der Trekkertour. Kann ich euch gleich noch ein bisschen was erzählen. Ist nicht so lukrativ. So, jetzt soll das natürlich nicht da reinladen, sondern hier reinladen. So, müssen wir hier wieder anmachen und dann müssen wir schnell sein. Zack. Und Abfahrt. Und dann läuft das wieder hier. Wiener 1. Dann kommt der ganze Rest dann nochmal mit raus. Schon irgendwie so ein bisschen. Und wir sind glücklich und zufrieden. Aber diese Animation, ne, das ist ja immer noch. Läuft. Bis dahin also hat Jain schon mal bei 59. Jetzt wird es gleich vermutlich wieder eine kleine Zahlung geben. Um 16 Uhr von der Biogasanlage und von dem Windrad. Das dauert noch ein bisschen an. Dann können wir nämlich gleich nochmal schnell im Radlader unterwegs sein. Wir müssen noch eine Schaufel reintun. Oder so eine halbe. Das hängt ja noch so auf 7:30. Das wurde eben nicht mehr angenommen. Herrlich. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr als 50.000 Liter drin. Damit sollten wir eigentlich abgesichert sein. Also wir brauchen jetzt noch Oktober und ein bisschen was vom November und dann sind wir schon wieder ready für die nächsten Zuckerrüben. Die werden ja dann geerntet. Insofern sehr schön, dass es geklappt hat. Dann können wir den hier so ein bisschen zur Seite fahren. Sonst läuft das ja nicht. Brauchen wir später vermutlich nochmal. Und müssen noch Notzahlungen leisten. Danke dafür. So, den schicken wir auch nochmal ein bisschen zur Seite hier. Dann lassen wir das mal hier stehen. Jetzt ist aktuell wirklich nicht viel zu tun, ne? Also ich habe ja in der letzten Folge noch den John Deere losgeschickt mit dem Mulcher. Na, was heißt nicht viel zu tun dafür, dass das Video über 30 Minuten lang ist, muss ja ganz schnell zu tun sein. Also eine halbe Schaufel. Also, dann kann ich euch mal schnell den Engpass zeigen. Ist noch nicht dramatisch, aber es wird halt ein bisschen dramatisch. Wobei ich auch nicht weiß, ob es wirklich einen Engpass geben wird. Es ist ein bisschen kompliziert, die Lage. Also ich glaube, es wird definitiv einen Engpass geben. Aber genau, es ist nicht viel geben zu tun aktuell auf der XXL-Farm, weil es ist halt einfach Herbst. Aber vielleicht hält er es gerade so im letzten Liter noch durch. Habe ich mir auch überlegt, was ich da ansehe. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und in der nächsten Folge wird dann vor allen Dingen viel Action sein. So, ein bisschen weniger reicht, glaube ich, schon. So ungefähr, das reicht, glaube ich, schon. Ich wollte euch allerdings vor allen Dingen den Füllstand zeigen. Mittlerweile haben wir nämlich nur noch 121.428
Liter in dem Silo. Das reicht jetzt noch für 12 Stunden, ziemlich genau, denn unsere Biogasanlage braucht ja 10.000 Liter pro Stunde. Insofern 120.000, ne, sind dann 12 Stunden. Und dann würde unsere Produktion im Prinzip ja nicht weiter, also die würde weiterlaufen danach. Sie steht dann also nicht unmittelbar, denn der Bunker leert sich dann. Das dauert nochmal, wenn der komplett befüllt ist, dauert das nochmal 6 Stunden, weil hier 60.000 Liter reinpassen. Und dann ist im Fermenter ja auch noch eine ganze Menge. Und es könnte sein, dass allein das, was jetzt im Fermenter noch ist, ohne neue Zufuhr dafür reicht, die Biogasanlage noch einige Stunden oder vielleicht sogar Tage zu betreiben. Denn das sind, ah ja, ihr seht, 200.000 Liter drin. Das heißt, es könnte, also ich könnte wieder mal mehr Glück als Verstand haben und könnte mit der ganzen Nummer hier durchkommen. Wir werden nämlich im Oktober vermutlich häckseln können und dann am 1. November irgendwann unsere Silage haben, unsere fertige. Und es könnte so sein, dass es gerade so passt. Ich werde aber trotzdem, glaube ich, noch die Zuckerrübenschnitzel nachfüllen. Aber ihr seht, also der Mann und seine XXL-Farm, das ist immer wieder ein Spiel mit dem Glück. Ne? Da muss man sich auch einfach mal manchmal drauf verlassen. So, aber ich glaube, es funktioniert so, wie ich es gerade gesagt habe. Und apropos, wir haben ja hier auch für den nächsten Dünger, also wir brauchen ja irgendwie mal so diesen Saddle-Track und das Kaveco-Fass, denn wir haben mittlerweile 220.000 Liter Gärreste. Und die müssen wir irgendwie ausbringen. Also das müssen wir jetzt irgendwie, also verticken möchte ich es ja nicht, aber das müssen wir irgendwie mal ausbringen. Dafür brauchen wir mal das passende Gerät. So, den Fendt habe ich euch schon gezeigt mit seiner schicken Reifendruckregelanlage. Ich finde es wirklich bombastisch. Die Zuckerrübenaktion haben wir auch gemacht. Dann gehen wir jetzt einmal schnell in die Übersicht und schauen uns mal kurz an, was ich jetzt für einen Plan habe und was ich jetzt hier mache. Das wird vermutlich wieder Schreie in den Kommentaren auslösen und da heißt dann schnell wieder, was hast du da gemacht, wie kannst du nur und warum das denn? Oh, was geht jetzt und wieso los? Nicht was anderes? Das kann ich glaube, ich habe mir das tatsächlich, sage ich öfter, weiß ich, aber dieses Mal stimmt es wirklich. Ich glaube, ich habe es mir tatsächlich ganz gut überlegt und ich denke, es ist eine sinnvolle Sache, was ich jetzt hier mache. Denn ich sage ja schon seit längerem, wir brauchen Platz. Wir brauchen Hektar, wir brauchen Fläche. Wir haben aktuell, habe ich eh mal kurz ausgerechnet, habe ich mal überschlagen hier, wir haben aktuell ungefähr 50 Hektar, etwas mehr, glaube ich. Das ist ja nicht. Und das reicht nicht mal ansatzweise für das, was wir hier vorhaben und auch für unsere ganzen Maschinen und so. Wir brauchen mehr Platz. Nur mal so nebenbei. Der nächste Landwirt hier hat knapp 2000. Und der ein bisschen weiter weg ist, hat knapp 2600. Also ungefähr, glaube ich. Ob das genau so ist, keine Ahnung, aber ungefähr so in dem Dreh. Vielleicht doch sind es auch 2700 oder 800, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie über 1000 oder 2000 Hektar, beide. Also, ja, das ist Platz, alles. Denn aktuell ist es ja so, dass ich hier über die ganze Karte verteilt irgendwie meine Felder habe. Hier oben habe ich zwar nichts, aber hier ist ein bisschen was, hier ist ein bisschen was. Hier die 39, die 35 auch ganz schlimm. Die 54 ist auch hier irgendwie so ein bisschen verteilt. Naja, und die sind natürlich dann ganz gut, weil die relativ groß sind. Das ist dann schon eine andere Ausgangslage. Aber das ist jetzt alles nicht so ganz optimal gelegen. Deswegen folgender Plan. Wir verkaufen heute die 39. Das bringt uns insgesamt 364.608 Euro ein. Und kaufen dafür ein riesen. Da war ja vorher der Raps drauf. Und wir kaufen uns nach dem Verkauf, ich möchte es euch mal schnell zeigen, 600.000 Euro auf dem Konto. Oh, so schnell werdet ihr das vermutlich nicht mehr sehen. So, und nach dem Verkauf werden wir uns jetzt andere Flächen kaufen. Und ich träume ja schon länger davon, dass ich das Feld 30, 31, 32, 33 und die 34 besitze. Zwei davon besitze ich schon, die habe ich schon zusammengelegt. Und den Rest, den möchte ich auch noch zusammenlegen. Und ich denke, damit sollten wir heute einfach mal anfangen. Ich weiß nicht genau, wie weit wir kommen, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal, was dann noch so an Optionen übrig bleiben. So, die kaufen wir uns für 313.000 Euro. Dann haben wir jetzt noch 375.000 Euro auf dem Konto. Das heißt, wir könnten uns die 30 hier auch noch kaufen. Und dann kaufen wir uns noch die 32. Und das müssen wir jetzt, wie viel kostet die?
510.000. Also, oh. Schneider. Du ahnst es mehr. Nicht. Da müssen wir jetzt wohl oder übel. Wir jetzt hier nochmal ein bisschen Geld leihen. Und zwar 500.000, ne? Aber dann haben wir es auch erstmal mit dem Kredit hier. Das ist schon, also die Kreditsummen, das geht schon hier wirklich in grenzwertige Bereiche. Aber ich meine, je größer unsere Farm wird, desto mehr Kredit bekommen wir natürlich auch bewilligt. Und dementsprechend, wir brauchen noch ein bisschen mehr Geld als 500.000. Machen wir so auf 700.000. Und dementsprechend, muss man es natürlich auch so sehen. Und es ist ja durchaus realistisch. Wer soll diesen Kredit wieder zurückzahlen? Ich weiß nicht, ob sich so viele Leute Fläche durch Kredite kaufen. Aber Maschinen sind ja mittlerweile, glaube ich, zum Großteil über Kredite gekauft. Insofern ist das jetzt nicht ganz abwegig. So, 510.000 Euro nochmal rausgehauen. Und jetzt besitzen wir die 30, 31, 32, 33 und die 34. Und das macht mich zu einem glücklichen Mann. Leute, Meno Meno! Endlich haben wir richtig viel Fläche hier. Was ist denn das an Hektaren? Was haben wir denn da jetzt? Das muss ich mal kurz überschlagen. Überschlagen. Das hier. Wir haben jetzt die Felder hier. 30 sind 4 Hektar ungefähr. 9 Hektar. 18 Hektar. Also ich mache das ganz grob jetzt hier, ne? 18 Hektar und dann nochmal. Das sind insgesamt 25 Hektar. Das heißt, hier ist jetzt. Also bei den 50 Hektar waren auch schon die Flächen hier mit einberechnet, ne? Und die können ja eigentlich gar nicht bewirtschaftet werden, die sind ja bebaut, ne? Also das ist jetzt ungefähr die Hälfte unseres gesamten Betriebs, was jetzt hier steht. Und das ist jetzt aktuell noch nicht bepflanzt, ist auch gut so. Manche kaufen sich ja Felder mit einer entsprechenden Ernte, ist auch nicht ganz dumm die Option, aber ich möchte das alles hier gleich bepflanzen. Ich möchte jetzt nicht ewig warten, deswegen ist mir das eigentlich ganz lieb. Ich werde da jetzt noch die Steine runtersammeln bis zur nächsten Folge. Und dann machen wir in der nächsten Folge ja die große Maisernte und danach können wir alles zusammenlegen und dann hier auf dieser riesigen Fläche Gras ansäen. Habt ihr nicht mitgerechnet, wa? Machen wir dann hier groß Gras drauf, dann haben wir nämlich für den Frühling wieder ein bisschen Gras ansehen würde. Und dann können wir im Frühling da Sorghumhirse drauf tun oder später Mais legen oder was auch immer, ne? Also da sind die Optionen relativ breit gefächert, können wir alles dann später mal überlegen. Erstmal würde ich allerdings sagen, lassen wir unseren Anhänger hier stehen, setzen uns wieder in den Fendt und dann machen wir uns auf den Weg zurück zum Hof. Ab geht's. Ich fürchte mich etwas vor den Kommentaren, die da kommen. Aber es muss sein. Wir brauchen die Fläche, wir brauchen mehr Fläche und vor allen Dingen habe ich auch keine Lust mehr, hier zwischen den Feldern immer hin und her zu fahren. Weil dann bist du da irgendwie eine halbe Stunde auf dem Feld da, auf dem Rapsfeld oder wie lange waren wir da mit dem Trion unterwegs? Ich weiß es gar nicht mehr. Dann bist du da irgendwie so meinetwegen eine halbe Stunde oder ein bisschen kürzer unterwegs. Dann musst du wieder zum nächsten Feld fahren und so. Und lieber habe ich mal so richtige XXL-Felder, wo man richtig was schaffen kann, wo man richtig was wegholen kann, wo man nicht immer alle Kurse dann umändern muss und so, als da überall auf der ganzen Karte die Felder verteilt zu haben. Ich kann euch auch schon mal zeigen, was dann als nächstes kommt. Ein bisschen was habe ich übrigens vom Kredit, habt ihr vermutlich gar nicht gemerkt, aber habe ich schon wieder ein bisschen zurückgezahlt. Naja, jetzt habe ich mehr wieder aufgenommen. Jo, jetzt ist er alle wieder hin. Genau, was plane ich als nächstes? Ich habe ja hier noch das Feld 54, da möchte ich dann noch die 53 und die 55 im nächsten Ingame-Jahr kaufen. Und irgendwann sind dann auch mal so Sachen wie dieser Bereich hier geplant oder dieser Bereich hier, ne, und dieser Bereich. Aber ich und das bin gespannt, wie lange es noch dauert, bis er die Karte wechselt. Ich habe es relativ schnell gemacht. Ich glaube, nach. Oh Gott. So. Oh Gott. Jetzt. 15 Folgen? Geht's wieder los. 20 Folgen. Wir haben Land gekauft. Wir haben den Helfer losgeschickt. Ich habe euch das Fahrzeug-Upgrade gezeigt. Eine Sache, die ich am Anfang der Folge angekündigt habe, fehlt allerdings noch. Das ist die neue Maschine. Für 193. Auch da fürchte ich mich ein bisschen vollkommen. Aber man muss auch mal was riskieren. Das ist ja mein Motto, ne? So. Es gibt einen neuen Drescher. Ich würde sagen, wir schicken das jetzt alles erstmal zum Händler. Und ihr ahnt vermutlich schon, in welche Richtung das geht. Aber wir schicken das jetzt erstmal zum Händler. Und ich fahre mit dem Fendt hinterher. Kartenpunkte. ATG Abfahrt. Die Mischung macht's. Sag mal. So. Oh, er fährt sogar persönlich. Und dann erkläre ich euch gleich, was ich da. Also glaube ich. Hoffe ich. Warum Kommissar Zufall mal wieder ermittelt hat. Ach, dadurch. Und ja, mach was daraus entstanden ist. So.
Wir fahren einmal hier rum, weil ich habe den Schneidwerkswagen verkehrt rum geparkt. Warum, weiß ich nicht mehr. War offensichtlich ein bisschen bequemer. Aber deswegen fahren wir einmal schnell hier hin. Fahren hinter dem Trion hinterher. Was ich ein bisschen komisch finde, ist der Spiegel. Und fahren dann zum Shop. Und dann wird der Trion nämlich verkauft. Und wir werden uns einen neuen Drescher kaufen. Und dieses Mal ist es so, also sonst verrate ich ja manchmal schon was durch den Titel oder durch das Thumbnail oder durch andere Sachen. Aber dieses Mal verrate ich noch nichts. Das heißt, heute wird es tatsächlich mal ein bisschen spannend. Was hat der Herr vor? Was macht er da? Wir werden es gleich sehen. Ich weiß gar nicht, was der Titel und Thumbnail war. Also doch, hier in der neuen Maschine finden. Die Spiegel sind zwar ganz schick, aber so richtig was erkennen kann man durch die Spiegel auch nicht, ne? Schade. Reicht doch. Also man sieht viel Himmel, aber das war es dann auch. Kann man müssen noch mal ein bisschen nachjustiert werden. Spiegelmanagement oder sowas. Im LS19 gab es irgendwann mal so eine Modifikation, womit man die Spiegel einstellen konnte. Ja, ne? Sag ich doch. Ich glaube, die gibt es im LS22 leider noch nicht. So. Aber hey Leute, die Hofbergmann ist rausgekommen. Und ich kann schon mal verraten, da wird es in naher Zukunft auch ein Projekt drüber geben. Das ist dann das zweite Projekt, oder so, wie auch immer man sehen möchte. Auf meinem Kanal. Im LS22. Und dann, bevor ich jetzt hier irgendwas verkaufe, gucke ich erstmal, ob das wirklich im Shop ist. Und dann seht ihr es vermutlich auch schon. Na, jetzt gucken wir erstmal. Ich träume ja schon länger davon, meinen Drescher zu upgraden. Ich habe nämlich eine sehr coole Modifikation, die war auch schon mal im Angebot. Und damals habe ich mich ein bisschen geärgert, muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich mir den Drescher nicht leisten konnte. Jetzt ist die Ausgangslage eine etwas andere und das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Doch, es gibt's. Nein. Im LS22. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Gibt es. Das gibt es nicht. Doch. Das darf nicht auch das wahr sein. Ich habe vor der Folge noch geguckt. Und ich schwöre euch, ein Drescher, ein Lexion mit, ich glaube, 38 Stunden auf der Uhr. Da wollte ich euch noch erklären, warum es doch okay ist, diesen Drescher zu kaufen. Ein Lexion-Drescher war im Angebot. Ich schwöre es euch. Und er ist jetzt nicht mehr hier. Ihr seht es. Scheiße. Ja. Ich muss mir das darf nicht halten, wahr sein. Wenn ich selbst eine Situation wäre, würde ich es auch nicht so lustig finden. Normalerweise ist das der Moment, wo ich mir denke, ach, die Folge, das ist wirklich keine gute Folge. Die kannst du wegschmeißen. Aber es gehört dazu, das ist die Zockerei hier mit dem Gebrauchtmaschinenverkauf. So ist das Leben, dann ist es so. Dann können wir die ganze... Oh, ich habe es noch so groß angekündigt. Ich zeig euch wenigstens noch, was hier im Angebot war. Und ich habe das auch nicht in die XML reingeschrieben oder so. Im Gegenteil, ich wollte euch noch erklären, ich habe mir schon ein paar Sachen im Kopf zurechtgelegt, ja. Ich wollte euch noch erklären, warum ich mir den Drescher kaufen möchte und warum mir das eigentlich gar nicht so gut passt, dass es jetzt im Angebot ist, weil ich möchte mir das eigentlich erst im Frühjahr kaufen. Das war nämlich der Lexion hier vorne. Hier, dieses Pack war das. Das war mit, ich glaube, 52% reduziert oder vielleicht sogar noch mehr. Das war jedenfalls, also es gab es zum Spottpreis. Etwas über 100.000 Euro hätte man für die Standardkonfiguration bezahlt. Das ist natürlich im Vergleich zu 331.000 Euro nichts. Absoluter Witz, ne? Deswegen dachte ich mir, gut, ich will es eigentlich erst im nächsten Jahr kaufen oder wollte es erst im nächsten Jahr kaufen. Aber wenn es so ist, dann soll es so sein. Dann kaufe ich es jetzt im Herbst schon und verkaufe dafür meinen alten Trion. So einen Rabatt bekomme ich nie wieder. Und ich dachte mir sogar schon, bei 38 Stunden, das ist nicht mehr so ganz gut, aber dann dachte ich mir auf der einen anderen Seite, der Trion hat jetzt nach 100 Spielstunden oder 150 Spielstunden oder was, hat er jetzt 11 Stunden insgesamt auf dem Tacho. Das ist nicht wirklich die Welt, also unser Lexion kann hier schon ein paar Jahre auf dem Hof dann arbeiten. Das alles hatte ich mir schon parat gelegt, aber jetzt, ihr seht ja, das große Malheur hier. Ja, sag ich mal, habe ich mich zu früh gefreut. Das Ding ist natürlich auch interessant, aber das kaufen wir uns irgendwann mal, wenn wir viel zu viel Geld haben. Das ist jetzt, glaube ich, so das Unnötigste von allem, was man sich kaufen kann. Der 7R ist natürlich auch schick, aber ich möchte mir jetzt kein Fahrzeug einfach so kaufen, was ich gar nicht brauche. Ich kaufe mir stattdessen etwas anderes, glaube ich. Denn das hatte ich ursprünglich vor, bevor ich dann den Häcksler gesehen habe, den Drescher gesehen habe. Jetzt habe ich mich schon verraten. Ich brauche nämlich noch einen Häcksler für unsere Maisaktion und den möchte ich mir nach Möglichkeit auch kaufen und nicht mieten. Jetzt habe ich hier noch 193.204 Euro auf dem Konto. Jetzt überlege ich, wie ich das am besten anstelle.
gar nicht. Wir müssten uns den sowieso kaufen und es wird bis morgen noch einige Einnahmen geben, aber das wird vermutlich nicht ausreichen. Jetzt mache ich es, glaube ich, doch so. Jetzt muss ich mal ein bisschen improvisieren, weil all das, was ich mir jetzt für die Folge hier zurechtgelegt habe, überhaupt nicht funktioniert. Herrlich. Ich glaube, das gab es selten in einer XXL-Farm-Folge, aber jetzt heute ist es einfach trotzdem mal alles so. In meinem Buch. Wir müssen ja, bis wann müssen wir nicht mehr ernten? Auf jeden Fall bis Juli, glaube ich, ne? Wann ist, oder Juni? Nee, Raps haben, nee, hier, was ist das? Gerste. Gerste werden wir vermutlich machen, aber wir könnten stattdessen auch Weizen machen, dann müssen wir bis Juli nicht mehr ernten. Ihr wisst ja was, dann machen wir das so. Dann machen wir das so, dann mache ich Weizen auf das Feld und dann brauchen wir bis Juli keinen Drescher und dann verkaufen wir jetzt erstmal alles, was hier mit zusammenhängt. Dann verkaufen wir den kompletten Trion. Schon ist man über 200.000. Und kaufen uns dann von dem Geld, hoffentlich, das wird eine knappe Nummer, und dann kaufen wir uns von dem Geld einen Häcksler. Und dann haben wir im nächsten Jahr, werden wir sowieso genügend Geld dann zusammen haben, um unseren Hof um einen neuen Drescher zu erweitern. Ob das allerdings dann wirklich ein Lexion wird, das weiß ich nicht. Da habe ich mittlerweile auch starke Zweifel dran. Denn es ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich mir den Lexion kaufen wollte, aber nicht konnte. Letztes Mal, weil ich kein Geld hatte. Jetzt, weil das Sonderangebot weg ist. Mann! Das ärgert mich! Naja, es ist wie es ist. So, dann lackieren wir nochmal schnell neu. Das soll sich ja immer lohnen. Du hast gerade für 80. Und dann würde ich sagen, verkaufen wir das Fahrzeug für 292.000. 439.000 haben wir jetzt auf dem Konto. Das passt sehr gut. 80.000 Euro lackiert. Dann können wir unsere. Die da reingeflossen sind. Oh Gott, einmal schnell losschicken. Na? So. Und, weil mehr als das, was man dann da soll der nämlich zum Hof. Beim Reparieren und längsten ausgibt, kriegt man einfach nicht und wieder zurück. Und wir kaufen uns einen Class Jaguar 69 Terra Truck. Warum ein Class Jaguar 69 Terra Truck? Der günstigste. Weil es ganz einfach der günstigste hier ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier wieder einen Class unbedingt kaufen wollte. Wobei, ich glaube, Class macht schon gute Häcksler. Aber zum Beispiel der Krone Big X, der hätte mich auch gereizt. Das ist ja auch ein ziemlich stabiles Gefährt. Ich glaube sogar, das war zeitweise oder vielleicht ist es immer noch der stärkste oder der PS-stärkste Häcksler der Welt. Ist es immer noch so? Ich weiß es nicht. Aber den hätte ich mir natürlich auch gerne gekauft, aber der ist ja unbezahlbar. Deswegen starten wir erstmal mit dem Jaguar 69 und wenn wir uns auf der XXL-Farm irgendwann was anderes leisten können, dann können wir das ja immer noch ich machen. Ich finde, so für den ersten Häcksler muss man nicht. So, GPS soll man mit dabei sein. Dann sind wir schon bei 395.000 Euro. Was haben wir hier noch für Reifen? Ah, nehmen wir mal Mieters, ne? Und Kennzeichen machen wir wieder irgendwas mit XXL. Wo haben wir es? XXL. Ja, das kaufen wir uns. 750 XL. Gut, dann sind wir jetzt stolzer Besitzer eines neuwertigen Jaguars. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob wir uns jetzt auch schon das entsprechende Gebiss kaufen können oder ob das jetzt noch nicht reicht. Und ich habe gleich noch ein wichtiges Anliegen an euch, das darf ich nicht vergessen. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen noch kein Pickup, sondern wir brauchen erstmal ein Gebiss. Das können wir uns nicht mehr leisten. Okay. Okay. Spannend. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir uns das in der nächsten Folge kaufen. In der nächsten Folge noch geht nämlich das große Maishäcksel los. Und ich sage euch, das wird eine riesige Gaudi. Also da freue ich mich schon so dermaßen drauf. Aber bevor ich jetzt hier vom Hof losfahre und wir erstmals eine Tour hier mit dem Class Jaguar unternehmen, bis zu unserem Hof zumindest, nochmal schnell eine Sache. Mit dem Update ist ja der Class Xerion ins Spiel gekommen. So, wo haben wir den? Ach lol, echt? Hier haben wir den. Der ist kostenlos einfach als Patch reingekommen. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte dafür glaube ich sogar 2 oder 3 Euro bezahlt, dass ich den so als DLC bekommen hätte. Aber so ist natürlich noch besser, ne? Also der hat wohl, wurde mir geschrieben, 1, 2 Fehlerchen, weicht da so ein bisschen von der Realität ab. Aber ansonsten, so optisch ist das ja wieder ein mega Gefährt. Und das hat mich natürlich an meine Trekkertour erinnert, denn die startet bald. Ich freue mich schon drauf. Soll ja Mitte des Jahres dann stattfinden. Und so wie es aktuell aussieht, klappt das auch alles, so wie wir uns das vorgestellt haben. Mitte und so des Jahres, wie wir das geplant haben, also Klaas und ich.
Und ich suche aktuell noch einen letzten Hof. Also im Prinzip steht jetzt die komplette Route und ich werde euch das auch, denke ich, in den nächsten Wochen alles dann mal so darlegen können. Ja, so in 2-3 Wochen ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Oder ja, eher 3-4 Wochen, sagen wir es mal so, werde ich euch alles darlegen können. Und dann gibt es auch einen kleinen Tourplan. Und dann seht ihr, durch welche Ortschaften ich da so fahre und sowas. Also da ist jetzt mittlerweile fast alles geplant. Nur einen Hof suche ich noch. Und zwar einen Hof in der Nähe von Erlangen. Das ist mein letzter Stopp. Das ist sozusagen der Zielhalt oder der Zielstopp. Oder das Ziel ganz einfach. Und da suche ich noch einen Hof. Wenn ihr in der Region da einen Hof haben solltet, dann wäre es grandios, wenn ihr mir schreiben würdet. Also vorausgesetzt, ihr habt Bock drauf, dass ich da mit dem Xerion vorbeikomme und eben auch einer Kamera. Aber wenn ihr da einen Hof haben solltet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an anska@trekkertour.com. Der Link bzw. die E-Mail-Adresse ist in der Videobeschreibung nochmal verlinkt und angegeben. Und da wäre ich euch extrem dankbar, wenn ihr mir da noch eine E-Mail schreiben würdet. Ich hatte da schon mal einen Betrieb, aber irgendwie erreiche ich den nicht. Warum auch immer. Und ich habe da auch noch eine Alternative. Also ganz dramatisch ist die Lage nicht. Aber wenn ihr da in der Region irgendwie einen Betrieb haben solltet, so zwischen Gollhofen und Erlangen. Also so in der Ecke ungefähr. Dann schreibt mir gerne, würde ich mich extrem drüber freuen. Und vielleicht klappt es ja und dann komme ich vielleicht bei euch vorbei. Bitte nur, wenn ihr wirklich einen eigenen Hof habt. Nicht, wenn ihr da irgendwie Nachbarn habt oder so, sondern nur, wenn es euer eigener Hof ist. So, das ist unsere neueste Errungenschaft. 0 Betriebsstunden, komplett neu, auf Kreditbasis finanziert, wie es sich gehört. Und der Trion ist jetzt weg. War eine sehr interessante Folge, möchte ich sagen. Ich gucke jetzt nochmal gerade, wie es mit den Missionen aussieht. Ob es da noch irgendwas Interessantes gibt, dann würde ich das nämlich bis zur nächsten Folge noch erledigen. Aber ihr seht, das ist jetzt relativ unspektakulär. Das könnte man vielleicht noch machen, aber ich brauche den Schlepper auch für unser eigenes Feld. Also ich glaube, vielleicht mache ich das noch. Auf jeden Fall werde ich auf dem neuen Feld, auf dem Feld oder auf den neuen Feldern, muss man ja korrekterweise sagen, hier vorne, werde ich noch die Steine runtersammeln, dann werde ich alles schon mal vorbereiten und dann werden wir hierauf Gras aussäen und das natürlich dann mit dem Maisfeld verbinden, sobald das Maisfeld abgeerntet ist. Das ist der Plan. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Vielen Dank übrigens auch für eure ganzen Kommentare, was die Vorgewende-Sachen angeht. Da habe ich wieder einiges gelernt, habt ihr mir gerade unter der letzten Folge nochmal mitgeteilt. Vielen, vielen Dank dafür. Das soll soweit von dieser, ja, sehr skurrilen Folge gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Jo, da würde ich mich auch drüber freuen, dass du mich das neue Logo von Endplay. Ja, ansonsten würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen und ein Abo natürlich auf beiden Kanälen da. Der Kanal von NordrheinTV Play oder auch Endplay genannt mittlerweile, ist in der Beschreibung ganz oben verlinkt. Oder irgendwo ganz oben halt. Steht NordrheinTV Play ran. Genau. Ja, wie gesagt, bei beiden Kanälen ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren. Hier natürlich das Video liken auf beiden Kanälen. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.